Guten Morgen. Leib am Schafoda, im Namen Jesu Christi, komm in der Dei und ich danke dir für deine Güte. Ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich bete, dass dein Herr Jesus uns zu gut macht, über dein Wort. Herr, dass wir erkennen, was du uns sagen wirst. Und ja, von uns in dem, was du tust, um deine Sache zu ändern, was wir vollstellen, Herr. Das bete ich im Namen Jesu Christi. Amen. Was mir die letzten Jahre abgefallen ist beim Bibellesen, dass Götzendienst in Ungerechtigkeit mit den Nächsten für Gott sehr leidlich schlimm ist. Und dass man vor dem Götzendienst sitzt und dass man seine eine Ungerechtigkeit, wo einer mit dem Armen, mit dem Halbwesen angeht, nicht meint. Das sagt in Vers 14 von Kapitel 3, die Ältesten und führenden Männer seines Volkes werden vorgeladen. Ihr habt meinen Weinberg Israel geplündert, klagt der Herr. Klagt der Herr sie an. Also Gott selbst klagt die Männer von Israel an. Er sagt, ich habe meinen Weinberg geplündert, die mein Volk, das ist mein Weinberg. Ich glaube, das redet hier von der Gemeinde Israel, aber auch von der Gemeinde, weil wir mit dem Nächsten angehen, dass das nicht bloß Jerusalem ist. Wir haben eine Verantwortung für Gott. Das heißt, ihr nehmt den Armen ihren letzten Besitz und füllt damit eure eigenen Häuser. Wer gibt euch das Recht, mein Volk zu unterdrücken und die Hilflosen auszubeuten? Fragt der Herr, der allmächtige Gott. Und ich glaube, hier macht wie Emma und Däntje. Ich glaube, unsere Vorfahren haben nicht bloß beim Glauben an Jesus gelitten. Die haben auch an das Recht gelitten. Wenn es das all der alle Tide ein Problem wäre, auch in unserem Volk. Und wie macht er da ehrlich wahre für Gott? Das ist nicht unbedingt richtig, wenn die dazu das, dass der andere das hat. Überlei Geld und frag dein Gewissen, frag Gott, auf das Handeln. Es ist wie mit dem Nächsten angehen. Wirklich, weil Gottes Examen das stimmt. Herr, ich danke dir für deine Leib und ich bete, dass du uns selbst prüfst. In jedem Einzelnen von uns. Und dass du uns klar wiest, was du hältst von uns Handeln, lass uns dort erkennen, Herr. Macht wir doch nicht so blind sein, als die Israeliten wären, und dort selbst nicht ansagen, was Gott uns sieht, Herr. Mag uns die Augen auf, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.